Bist du Basilikum? Basilikum? Ja, das kann ich machen. Vielen Dank. I can do this. Heute war schnell gekocht. Ja. Sehr schnell. Reste! Wir müssen das Video unter ein Motto stellen. Achso, ich dachte, du machst einfach nur what I eat in a day. Nein, ich erzähle immer noch irgendwas. Achso. Ich gebe noch wertvolle Tipps. Ist ja nicht nur ein Unterhaltungskanal hier. Wir sind eigentlich immer über ein Thema und ich dachte, wir sind ja hier auf Workation. Genau. Und das heißt ja auch, dass wir essen müssen. Jeder muss essen. Aber wenn man viel arbeitet, hat man wenig Zeit. Das stimmt. Und bei uns ist voll auf dem Urlaub so, dass wir entweder keine Zeit haben wegen Freizeitstress oder dass wir einfach keinen Bock haben. Tipp Nummer 1, Reste essen. Ja, Tipp Nummer 1 ist einfach immer ein bisschen zu viel kochen. Immer ein bisschen zu viel kochen, damit man dann am nächsten Tag Reste essen kann. Oder einfrieren. Oder einfrieren. Wie sagst du das so schön? Eintruppern. Ich friere halt fast nie was ein. Ich muss sagen, ich gebe den Tipp immer gerne, aber ich selber mache es nicht erst dann immer am nächsten Tag. Doch, ich friere tatsächlich Sachen ein, aber die bleiben dann auch sehr lange eingefroren. Ist ja eigentlich kein Problem. Nee, eigentlich nicht. Aber so, dann bin ich vielleicht so hungrig und denke dann, soll ich heute kochen, weil ich nicht mehr dran denke, dass ich ja das eingefroren habe. Ja, das verstehe ich. Food Talk. Es sieht wirklich aus wie in so einem Studio. Ja, echt so? Küchenstudio. Willkommen, ja. Wir kochen heute gemeinsam. Was geht die Abzugshaube nicht so los? Man nehme sehr viele Linsen, weil keine Waage. Schon auch so ein Urlaubsding mit, man kocht irgendwas, was man so als Standardrezept hat. Mhm. Wir kochen eigentlich im Urlaub nie irgendwas krass Ausgefallenes, sondern immer Sachen, die möglichst wenig Zutaten brauchen. Die Zutaten, die auch möglichst lang haltbar sind. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel voll das gute Beispiel, weil wir haben Nudeln, die sind ewig haltbar, rote Linsen sind ewig haltbar, Tomatenkonserven sind ewig haltbar. Ja. Und man kann das sogar auch, wenn man zum Beispiel als Selbstversorger irgendwo hingeht, einfach mitnehmen. Ja, und was halt auch ist, ne, wenn du im Urlaub bist und du kochst, versuchst jetzt irgendwas fancy zu kochen, voll oft. Ja, dann müsstest du eigentlich die ganze Palette an Gewürzen neu kaufen. Ja. Macht halt auch gar keinen Sinn. Und dann ist irgendwie so, ja, so italienische Kräuter in so einem Mix, kriegst du halt eigentlich überall oder bringst du dann mit. Tipp Nummer 2, mit Leuten in den Urlaub fahren. Ja. Mit denen man nicht im Haushalt wohnt. Kriegt man. Dann kann man Standardgerichte austauschen. Ja, und jeder ein Standardgericht. Ja, aber trotzdem, so jeder Gewürz würzt ja auch irgendwie ein bisschen anders. True. Dann schmeckt es irgendwie auch wieder true anders. Und ich finde es ganz cool, weil so, wir wechseln uns irgendwie ab mit Foodmaking. Ja. Also, du hast heute Morgen Frühstück vorbereitet, ich habe gestern Abend gekocht und jetzt wärmst du das alles nochmal auf. Koche ich erneut. Ich finde aber auch voll, dass man in so einem Urlaub auch so seinen Anspruch an sich selber manchmal ein bisschen runterschrauben darf. Mhm. So dieses, ist es okay, wir essen heute Reste. Mhm. Oder wir essen dann mal, keine Ahnung, wir haben noch einmal Kichererbsensalat mit Brot gegessen. Ja. So, das ist trotzdem vollwertig, aber niemand verlangt von dir, dass wenn du im Urlaub bist oder wenn du viel zu tun hast im Alltag, übelst die fancy Zucchini-Röllchen. Zucchini-Röllchen. Bastelst. Keine Ahnung, das ist bei uns im Urlaub voll oft so, dass wir dann einfach gestresst davon sind, dass wir kochen müssen, so als Selbstversorger. Und dann ist halt echt so, okay, wie kriegen wir es hin mit Tiefkühlgemüse zum Beispiel, einfach schnell was zu machen. Tiefkühlgemüse, Tofu, keine Ahnung, Getreide, Reis oder sowas und dann darum was zu basteln. Das war auch, ich weiß noch, wenn wir es auch so mal, als wir vor 2 Jahren in Spanien waren, wir haben halt auf dem Berg gewohnt und mussten das ganze Zeug so weit hochschleppen. Da kaufst du auch keine fancy Sachen an. Und dann war es halt manchmal irgendwie Spaghetti mit Pesto und Tofu. Ja. So, aber das ist so, du sitzt da in der Mittagshitze, du hast eh fast keinen Hunger. Und dann, weiß nicht, dann ist es auch voll fein und voll geil irgendwie in dem Moment. True. Das ist so irgendwie auch die simplen Mahlzeiten so mehr zu feiern. Ja. Shopping. Ja. Warm.
Flock. Weil wir im Auto sitzen? Ja. Ja. Aber im Auto ist das Licht einfach fabulös. Wohl ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Ist einfach, weil das Licht nur so schön von vorne kommt. Also ab jetzt immer Talk-Videos im Auto. Ja, vielleicht machen ist das die Strategie von manchen Menschen. Ja, wir hatten noch einen weiteren Tagestipp. Einen weiteren Tagestipp? Ja. Organisation. Das, was wir hier gerade nicht haben. Organisation, genau. Wir haben uns vorhin hingesetzt und haben auch erstmal Pläne geschmiedet, eine Einkaufsliste geschrieben, was wir noch essen wollen. Ja. Das ist immer so ein allgemeiner Tipp, aber der erleichtert wirklich sehr, sehr viel. Ja. Wie wir dann auch gesagt haben, so voll oft im Urlaub, man kauft dann irgendwie voll viel Zeug ein, worauf man Bock hat. Oh, hier das, ja, oh, das und auch, das kann ich mir noch kochen. Ja. Und am Ende passt irgendwie so ein Drittel vielleicht zusammen und der Rest sind eigentlich andere Gerichte. Und das kann man halt so innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen eigentlich gar nicht alles verbrauchen. So. Deswegen macht es irgendwie Sinn, da sich einen Plan zu machen und dann die Dinge einzukaufen und damit zu kochen. Richtig. Eine Einkaufsliste schreiben, einen Mahlzeitenplan erstellen. Ja. Vor allem hat man dann auch nicht immer dieses Ding, weiß ich was nicht. Was essen wir? Ich kenne, ja, ohne Witz, ich kenne das vom Urlaub so gut, dass man eigentlich schon voll erschöpft ist, weil man voll viele Dinge gemacht hat. Mhm. Oder dasselbe, wenn man viel zu tun hat mit Arbeit oder sowas. Und dann hat man schon übel Hunger und dann kommt der Moment so, ja, was essen wir jetzt? Und dann muss man sich noch irgendwas überlegen und dann dauert das aber so lange, dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr und dann isst man vielleicht irgendeinen Scheiß oder sowas. Und deswegen hilft das, wenn man sich vorher überlegt, okay, wir haben 5 Optionen. Hilft eigentlich auch im Alltag. Ja. So, wenn man sich dann einmal die Woche hinhockt und dann einkaufen geht. Right. Ist auch günstiger, by the way, als wenn man alle 2 Tage einkaufen geht und dann immer noch so Spontankäufe. Ja. Oh, da ist das Eis im Angebot. Ja, voll. Ja, es fällt halt weg. Ja. So, du gehst halt einmal die Woche einkaufen, machst einen Großeinkauf und ich weiß nicht. Das ist so gut für Leute wie mich, die einkaufen einfach hassen. Oder die sich einfach Lebensmittel bestellen können. Ja. Das ist aber auch mein Großeinkauf, weil da muss man immer irgendwie, ich glaube, 60 Euro oder sowas haben. 65 Euro. Echt? Ja. Damit die das liefern? Ja. Ich erinnere mich nur noch damals an meinen Geburtstag. Da haben wir dann auch kräftig eingekauft, damit die es liefern. Ja. Ja, voll. Also Leute, plant.